Freunde, der Holger von Trittbrett hat sich bei uns gemeldet und hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass hier tatsächlich drinne steht, wie die Schrauben reingehören. Diese dickere Schraube kommt Lenkerstange innen oben. Und wir haben erst gedacht, wir haben eine falsche Schraube reinbekommen, weil wir 5 von denen, eine von denen. Aber es soll wohl so sein. Und hier kann man auch sehen, die gucken keinen Tick raus. Genau wie hier jetzt auch. Aber okay, ja. Wenn es so sein soll, auf jeden Fall sieht man die Schraube nicht, wenn man drauf steht. Das mal kurz am Rande. Der Buch ist echt interessant. Hier stehen viele tolle Dinge drin. Nur, was mich immer noch stört, warum haben die Prozentanzeige rausgenommen? Die war wohl ungenau, haben sie rausgenommen, aber ich hoffe, die kommt wieder rein. Weil dieses System hier ist relativ ungenau. Ja, ihr wisst, wir wollten mehr Informationen aufs Tacho haben. Naja, jetzt geht's weiter mit dem Video. Freunde, und nochmal ganz geile News, tatsächlich, durch die Schraube rastet der ein. Trittbrett, da habt ihr was gut gemacht. Jetzt aber weiter mit dem Video, später. Schalömmchen, Freunde. Schalömmchen, Freunde, weiter geht's mit Trittbrett der Hilde. Hilde, wir haben uns überlegt, wir fahren heute mit der Hilde und mit dem Trittbrett Fritz, weil das sind eigentlich beides relativ, also wirklich relativ sehr starke Single-Motor-Geschichten. Da haben wir natürlich noch ein Dual-Motor-Gerät. Dann ist natürlich ein bisschen schneller, ist halt auch unfair. Ne? Wir haben natürlich nur einen Motor, hier haben wir, da haben wir zwei Motoren, hier haben wir einen Motor. Deswegen fahren wir heute mit dem Fritz und mit dem Hilde. Mit dem Hilde. Wer den ersten Teil nicht gesehen hat, wo wir uns das Ding mal genau angucken, wo wir das Teil auspacken, mal den Akku versuchen rauszuholen, der schaut sich auf jeden Fall den ersten Teil davon an. Ganz wichtiger Hinweis nochmal, das Teil haben wir von Trittbrett für die Videos gestellt gekriegt. Das ist immer so ein Hinweis, den wir jetzt neuerdings immer... Jedenfalls, wer das Teil auch haben will, wer sich nach dem Video denkt, ey geil, Link von dem Teil ist in der Beschreibung und mit dem Rabattcode SM10 ist auch verlinkt. Wir können jetzt schon mal so viel sagen, damit macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. Ja. Wir haben lange genug auf die Trittbrett-Hilde gewartet und ich glaube, die wird liefern. Und deswegen fahren wir auch direkt mal los und zeigen euch mal, wie die liefert. Falls ihr euch fragt, Freunde, warum habe ich eigentlich eine Jeanshose an? Ganz einfach, das ist die Hilde, das ist die erste Lady, die wir auf dem Kanal haben. Ja, aber echt. Da wollte man sich natürlich auch passend kleiden. Ja. Also vom Ansprechverhalten her, gucken wir gleich mal sofort. Das ist das Wichtigste. Ansprechverhalten, Hobby-Wing-Controller, Fritz, mega gut. Einer der Besten. Ja. Guck mal, okay, du ziehst mich sogar ab. Ich hab noch nicht mal wirklich Vollgas gegeben. Ne? Du ziehst mich mit der Hilde ab, obwohl du 20 Kilo schwerer bist. Ja, Freunde, da kommt ein Gockel. Da kommt ein Gockel. Freunde, nicht wundern, ich drehe die Kamera jetzt mal ein Stück weiter runter, damit ihr einfach besser das Tacho sehen könnt. Und ich fahre das Ding gerade mit einem Finger. Ja. Also hier auch beim Fritz, da haben auch welche gesagt, der Fritz ist relativ schwammig. Ja, er wackelt ein bisschen mehr, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich gleich hier... Na, guck mal hier. Ja, ich kann du hier, kannst das Ding einfach fester. Ich kann hier noch nebenbei noch einen Fechtkampf ausführen. Fährt sich relativ chillig, fahr mal links, würde ich sagen, oder? Ja. So, wir gehen jetzt mal runter auf 5 km/h. Ungefähr 5 km/h, so nebeneinander. Und dann machen wir mal ein kleines Beschleunigungsrennen. Denkt dran, die Manuel hat 20 Kilo weniger. Auf 3. 1, 2, 3. Alter. Das nicht mal gleich. Das ist gleich. Das war wirklich gleich. Obwohl ich leichter bin. Ja, wenn wir das jetzt gleich andersrum machen sollten, dann ist natürlich klar, wer da gewinnt. Also ich sag ganz ehrlich, die Federung merke ich jetzt gerade nicht so viel von, weil wir die gerade auf Emanuel eingestellt haben. Ja, du musst ein bisschen andere Einstellungen haben, ja. Also Fahrkomfort bei den Dings ist auf jeden Fall da. Man steht ja echt gut drauf. Die Federung, die ist jetzt nicht so extrem. Also Freunde, wir sehen hier, ich federe mal ein bisschen rum. Ich versuche mal näher an die Kamera ranzukommen. Macht alles einen guten Eindruck. Fahrverhalten ist relativ chillig, muss ich sagen. Ja, du bist auch relativ sicher, also wirklich einer der sichersten Scooter. Du kannst da ohne Probleme mit einer Hand fahren, so wie beim GT1D. Ja. Was geil ist, wir haben hier links eine Leistungsanzeige. Ganz links diese blauen Balken, diese hellblauen Balken, ist die Geschwindigkeit. Das ist ein bisschen unnötig eigentlich, aber sieht halt ganz cool aus. Und in der Mitte haben wir halt Geschwindigkeit, so wie man sie kennt. Und hier haben wir so eine Leistungsanzeige, wie viel Power quasi da rausgibt. Das ist aber nicht direkt eine Leistungsanzeige, weil ihr seht das. Das ist quasi einfach nur so eine Art Gashebelstellungsanzeige, aber der zieht halt direkt. Direkt, ja. Also der zieht
Sofort. Das muss ihr das seht sein. Das ja schon anhand von der Anzeige hier, wenn ich jetzt Vollgas gebe. Achtet mal drauf. Tschüss. Alter, das war ein richtiges Loch. Ich glaube, da war ein Kaninchenbau. Vollgas! Vollgas! Holger! Alter, hier ist schon... Holger ist der Chef von Trittbrett. Ich weiß. Viele Grüße an Holger an dieser Stelle. Viele Grüße. Also das macht er echt gut, wa? Der Holger. Und der, die Hilde auch. Auch. Oh, hier ist schon richtige Löcher, Alter. Ich glaube nicht, dass du das mit dem Fritz machen solltest. Das könnte... ja, dann, du legst dich lang wegen den das Reifen. Das Gute ist halt, da sind 11 Zoll Reifen drauf. Und das ja. Kannst du schon mal bringen. Ich merk's. Also ganz ehrlich, man kann jetzt schon sagen, mit dem Rundumpaket von dem Teil bin ich mehr als zufrieden. So ja. Vom Fahrenverhalten. Willst du auch mal? Dann fahr auch schon mal. Ja. Ich will noch, ich habe vergessen die E-Bremse. Ich will noch einmal ganz kurz, warte. Ah, das ist geil. Wir haben sogar eine Leistungsanzeige für die Bremse. Ja, habe ich auch gesehen. Aber ist mir gerade nicht aufgefallen. Das ist dieser braune Balken. Freunde, die Hilde macht euch einen braunen Balken. Achtet drauf. Die E-Bike ist auch wieder so richtig schön smooth. Ja, genau wie beim Fritz. Ich kann genau dosieren, wie ich bremsen will. Das Geile bei den Hobbywing-Scootern und bei den Trittbrett-Scootern ist natürlich die E-Bremse, die wir immer gesagt haben. Aber wir machen jetzt nochmal ein Beschleunigungsrennen von 5 km/h. Warte, ich fahre neben dir. Oder 5 km/h auf jeden Fall. Die Ansprechfahrt ist ja mega geil. Jo. Guck mal. Ich weiß. Direkt. Also, bist du ready? Ja. Auf 3. 1, 2, 3. Ja, guck mal. Da sieht man Alter, ja, deutlich. Da sieht man auf jeden Fall einen ganz klaren Unterschied, Freunde. Ja. Die Frage ist, haben wir hier irgendwelche richtigen Scheißwege, wo man langfahren kann? Kackwege. Also Auto durch. Man ist richtig sicher auf dem Teil. Alter, da kannst du ja ein Frühstück machen. Jo, nicht ist ganz, geil, ne? nicht ganz so sicher wie der GT1, aber trotzdem, Alter, ja, das fühlt sich wie auf Rädern, ohne Scheiß. Auf Rädern, auf Schienen. Du bist auf Rädern. Ja, wie auf Rädern. Feder jetzt mal du rum, jetzt fährt Emanuel mal rum. Natürlich fährt man so kein Scooter, aber wir wollen halt gucken, dass wir... Ja, guck mal. Auch wenn die Doppeldämpfer vorne nicht geil aussehen, finde ich trotzdem. Versuch nochmal an die Doppeldämpfer ranzukommen, mach mal jetzt. Finde ich, tut er echt einen guten Job, die Federung. Ja. Also. Ja, das reicht vollkommen aus. Also ich finde die auf jeden Fall gut. Wir haben immer noch kein riesig. Also wir brauchen mal so ein richtiges Scheiß, so einen richtigen Kackweg, wo wir langfahren können. Den haben wir leider gerade noch nicht gefunden. Richtig scheiß Kackweg. Ja, so richtig durch den Morast. Das ist doch die wilde Hilde, das ist doch nicht hier. Überleg mal, mit dem Elite X sind wir beim ersten Test direkt nicht so eine ultratiefe Pfütze gefahren. Ja. Aber das Problem ist, wir kennen uns hier halt nicht aus. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ja, das kommt noch dazu. Wir kennen uns hier leider nicht aus, deswegen ist das gerade ein bisschen schwierig. Wir müssen uns mal wieder so Standardspots suchen. Oh, hier bremse jetzt ich ab, fahren nur mit einer Hand gerade. Also, der hat ja gar nichts. Gar kein Thema. Der ist ja gar kein Thema damit. Ne. Das geht echt voll fit. Hä? Das geht aber echt voll klar. Ja, voll komisch finde ich das. Ja, das ist richtig sicher, der Teil. Jo. Also vom Fahrverhalten her macht das Ding wirklich Spaß. Defibrillator am Schießstand. Also irgendwie ist das keine gute Werbung für den Schießstand, wenn die schon damit werben, dass die einen Defibrillator haben. Stell dir mal vor, du wohnst hier und hier sind so ja. Blumenpötte direkt vor deiner Haustür. Ich frage mich, warte mal, ich will das Test jetzt, ob ich hier... Oh, ne, nicht ganz. Krass. Da hätte mich jetzt auch gewundert, da wäre der Wendekreis vom Blumenkübel. Stell dir mal vor, das wäre so eine Maßeinheit, so Wenderadius, so 6 Blumenkübel. Also ich muss echt sagen, das Fahrgefühl ist mega.
Das Einzige, was stört, das Ding ist so ein bisschen klobig. Aber. Ja, ich weiß es gar nicht, ich habe jetzt gar nicht nach dem Gewicht geguckt. Ich glaube so 33, 34 Kilo oder so, ne? Aber selbst mit der Klobigkeit schafft er das halt echt sehr gut. Also der wirkt, der ist sehr agil für das Gewicht. Genau, so kann man das ungefähr beschreiben. Ja. Natürlich hat man trotzdem das. Ist das trotzdem, wiegt das Ding ja einiges, ne? Aber ich würde sagen, fahren wir links wieder rein, oder? Was ich auf jeden Fall jetzt schon sagen kann, meine Freundin wird den Scooter auf jeden Fall feiern. Weil der ist wirklich wie der Paul. Ja, so. Halt nur besser. Ja. Mit der Federung, die Leistung ist sogar noch einen Ticken besser als beim Paul selber. Wir haben hier, wie gesagt, die E-Brake drin, wir haben ein großes Tacho. Übrigens, im letzten Video haben wir hier gemeckert wegen der Prozentanzeige. Die kann man aber noch wieder reinpatchen. Die hat nur nicht vernünftig funktioniert. Dann wollten die Funktion erstmal rauslassen. Ja, wenn sie wieder funktioniert, kann sie wieder reinkommen. Aber man sieht halt, dass das im Display möglich ist. Ja. Ja. Also das funktioniert, muss nur gepatcht werden. Ja, warten wir mal ab, ob das auch gepatcht wird. Können wir natürlich nicht sagen. Wäre ganz cool. Also ich sag mal, ich hätte lieber eine ungenaue Prozentanzeige als gar keine. Ja. Einfach aus dem Aspekt, wenn man es so kommunizieren könnte, wird es ja schon reichen. Aber jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, wenn ich den Scooter an eine Ladesäule packe, also an eine Ladestation anschließe. Aber dann wäre die Prozentanzeige ja ziemlich genau. Dann fände ich schon ganz cool, wenn ich auf dem Display genau sehen würde, wie bei so einem Xiaomi oder so, wie viel Prozent der hat. Ich weiß jetzt nicht, ob er das momentan so macht, da wo die kmh-Anzeige steht, machen ja viele Scooter, keine Ahnung. Ich weiß aber, dass die Kamera jetzt einen Abgang macht, kein Bock mehr auf die, wa? Ja. Also vom Fahrgefühl einer der sichersten Scooter, würde ich jetzt schätzen. Federung ist mehr als in Ordnung. Auch wenn es halt nicht diese VZ-Federung ist, würde ich sagen, ist trotzdem immer noch komplett ausreichend. Ja, wie gesagt, Design ist ziemlich außergewöhnlich, habe ich so noch nirgendwo anders gesehen. Gefällt mir auch ziemlich gut und jetzt bin ich mal gespannt. Doch, einen habe ich gesehen, ein Modell. Hat der Scooter-Elden. Ach, stimmt. So ähnlich aussah. Aber man muss sagen, die haben wirklich, man merkt das auch hier, das ist ja dieses Trittbrett Paul Metall, sag ich jetzt mal. Ja. Also das ist wirklich ein eigener Scooter. Steht auch im Periodensystem. So, TBM. Trittbrett Paul Metall. Kann sein. Ja. Weiß man ja nicht. Naja, was mir hier auf jeden Fall besser gefällt als beim zum Beispiel beim Elite X, ist, dass der Blinker auch nach hinten abstrahlt. Ich verstehe nicht, warum das bei den anderen Blinkern nicht ging. Ja. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass der Elite X irgendwie scheiße ist oder so. Wir bewerten jetzt allerdings nur den Scooter, wie wir ihn hier vor uns haben. Ja. Und wir wissen, dass diese Fragen 100.000 Mal aufkommen werden. Deswegen können wir da schon mal sagen, wir werden die Dinger natürlich noch gegeneinander testen. Aber aktuell können wir nur die Version vom Elite X gegen den testen, die wir halt momentan bei uns stehen haben. Und da würde der Elite X ganz klar verlieren, Stand jetzt. Manche haben auch geschrieben, zum Beispiel beim Bosch-Motor, beim Trittbrett Paul, ist schon mehrere 10.000 Kilometer gefahren. Kann ich mir schon vorstellen, ist ein Motor von Bosch, ist halt schon was, vielleicht was anderes, als wenn der Motor tatsächlich irgendwo aus China kommt. Ich weiß es nicht. Ich meine, Bosch produziert die auch in China. Aber vielleicht haben die andere Qualitätsstandard. Wissen wir alles nicht, Freunde. Alles nur Spekulatius Maximus. Erster Eindruck von dem Teil auf jeden Fall echt gelungen. Und ja, Offroad-Test hätten wir eigentlich jetzt gerne noch hier mitgemacht, aber wir, keine Ahnung wo. Ja, wir werden uns jetzt mal umgucken und dann gibt es im nächsten Video einfach einen Offroad-Test, wenn wir bis dahin was gefunden haben. Wenn nicht, dann natürlich nicht. Genau. Ja, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert gerne. Link von dem Teil ist in der Beschreibung, Rabattcode auch. Und dann würde ich sagen, tschüss Sikowski. Tschüss Sikowski. Tschüss. Tschüss.